Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar ist das neue Setra S415 LE Pack erschienen. Ja, ganz überraschend eigentlich, weil es war keine Vorankündigung da gewesen. Wir haben das Ganze in verschiedenen Versionen. Wie wir jetzt hier sehen, haben wir als Dreiachser 15 Meter, was das sein müsste, 14, noch was Meter. Mit der OVPS Repaint. Gut, Lizenz haben wir jetzt natürlich nicht am Start. Aber das wird, denke ich mal, demnächst auch um die Webdist dann kostenlos zur Verfügung da sein. Ja. Würde ich sagen, schmeißen wir mal den Haufen an. Ja, erschrocken, ey. Wir haben auch so hier vorne einen riesen Türflügel verbaut. Ja, dass es sowas gibt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil jetzt hätte man eigentlich, glaube ich, hier sowas hier auch. Aber das ist auch ein bisschen, also bei anderen Fahrzeugen ist es wieder abwechslungsreicher, ist das hier ein bisschen anders. Da ist da vorne eine schmalere Tür verbaut. Ja, das Cockpit kennen wir eigentlich, sage ich mal, aus dem Mercedes Intero, ja. Eigentlich ganz cool. Ja, schon das neue Multifunktionsdisplay drin. Das farbige kann man hier eigentlich umschalten, alles. Theoretisch. Nächstes Kilometer pro Zeit. Ja, soundmäßig hat sich ausgetan. Da haben wir natürlich nicht den gleichen Sound wie bei den Intouren. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal einfach mal an. Vorher einmal der Innenraum. Das ist der Innenraum hier. Ja. Eigentlich ganz schick. Muss man mal sagen. Genau. Sagen, fahren wir mal ein kleines Stück. Verbaut haben wir das Getriebe ZF Ecolife. Man kann das Ganze auch auswählen. In der Auswahl kann man auch mit manuellem Getriebe fahren, wer es möchte. Aber ich finde es cool, das sieht man auch, dass hier mit geliefert wird. Das ist schon mal sehr gut. Ja, fahren ist hier das Ganze echt top, muss ich sagen. Auch jetzt hier Ertrag, da kommen wir eigentlich echt gut in die Kurven. Klar merkt man die Länge, keine Frage. Aber ansonsten ist das echt gut zu handeln, sag ich mal, ja. Ja, fertig, top, muss man sagen. Können wir mal fängt meine Sound ein bisschen. Ja, hört sich doch super an. Also, Kaufempfehlung kann ich sagen. Kann man sich mal holen, ist mal wieder eine Abwechslung. Weil es halt dann doch schon ein kleiner Unterschied zum großen Setra oder Enturo. Ja. Also ich gebe den ganzen, von 10 Punkten gehe ich den ganzen, ja, 8 von 10, 9 von 10, sagen wir 9 von 10 Punkten, das ist denke ich ganz gut. Ja, würde ich sagen, war's mit diesem kurzen Let's Play. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihr gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.